Hadayatullah habe ich so die erste Hälfte, glaube ich, der 90er Jahre kennengelernt. Und dann sind wir etliche Male bei Social Beat Festivals und freut mich übrigens, dass der Kersten Flenter tatsächlich da ist, weil den habe ich schon seit Jahren nicht gesehen. Und da bei Poetry Slam später aufgetreten und mir hat Hadayatullah war ein tief religiöser Mensch. Ich bin ein Atheist, weil ich aus der Tschechei komme. Also in der Tschechei sind alle Leute Atheisten. Ist so halt. Und dann emigrieren die und gehen nach Bayern. So, gut. Gut. Und, aber was mich fasziniert hat an ihm, dass diese Religiosität mit sehr großer Offenheit und Toleranz verbunden war. Und ich glaube, er würde auch tolerieren, dass ich hier eine Sexgeschichte vortrage. Ist okay, oder? Ja. Eine ganz konventionelle, also ohne Saxophon. Es tut mir leid, aber ist egal, oder? Das Haar in der Suppe der Liebe. Wenn der Mann sich in eine Frau verliebt, soll er den Verführungsgurus nach nicht gleich mit ihr ins Bett hüpfen wollen. Ich habe mich in Lucia echt platonisch verknallt. Trotzdem bekam ich einen Ständer, wenn Lucia nur ihre Brille abnahm. Nach dem Rat der Verführungskünstler musste ich Lucia aber zeigen, dass ich mit ihr nicht vögeln, sondern auf Wolke 7 schweben möchte. Hier sind sich die perfekten Verführer einig. Der wichtigste Schritt mit einer Frau auf dem Weg ins Bett sei, die Frau zu überzeugen, dass der Weg ganz anderswohin führe. Lucia lebte in München, stammte aber aus Thüringen und fuhr auf Gothic Metal, Vampire und Mittelalter ab. Burgen törnen mich total an, sagte sie. Klar verstand ich unter Antörnen ihre Lust, auf Mittelaltermärkten rumzutoben. Die deutsche Mittelalternative eben, die neue deutsche Romantik, die Sehnsucht, eine keusche Magd zu spielen. Oder eine Gothic-Geschichte zu erleben, die Freundin eines Vampirs zu werden, zum Beispiel sich ein bisschen an der Halsschlagader umlecken zu lassen und zittern, was da noch kommen würde. Irgendwelche anständigen romantischen Sachen, halt kein Rumficken oder sowas. Dementsprechend wollte ich Lucia zuerst romantisch umgarnen, ihr Gothic-Gemüt, das war Stabreim, scheiß drauf, ihr Gothic-Gemüt mit Gedichten und Liebesbeweisen betören und den Drachen nicht gleich aus einer Hölle lassen. Ich habe da hin und wieder so literarische Symboliker. Erst wenn sie mich auch liebte, würde ich mit meiner Lanze durchs Burgtor marschieren. Also, blöd, streiche. Wir haben uns aber nicht mal ein paar Tage gekannt und schon hat Lucia vorgeschlagen, zusammen ein Augustwochenende in Burghausen zu verbringen. In München hat sich Lucia bis auf ihr schwarzes Outfit ganz gesittet gegeben, eine kleine Vegetarierin, nicht einmal Weißwurst aß sie. Obwohl Weißwurst dank viel Petersilie darin nahezu vegetarisch ist. Auch Alkohol verschmähte sie, doch in Burghausen fuhr ihr der Teufel in die Knochen und kurbelte ihren Hormonzyklus durch. Schon beim Mittagessen nach unserer Ankunft bestellte sie eine halbe Ente und Erdinger Weißbier und erzählte mir einen unflätigen Witz mit vielen Geschlechtsorganen darin. Und da hatten wir die Burg nur aus der Entfernung gesehen. Erst nach dem Einchecken in unsere Pension wollten wir hinauf. Auch die Pension gab sich ganz mittelalterlich, lecker wie das Lebkuchenhaus. Und am Bett in unserem Doppelzimmer stand sogar ein Nachttopf. Lucia war hingerissen. Sie trällerte Over the Hills and Far Away von, das war Englisch, von Nightwish und tänzelte herum. Er ließ sie tanzen und singen und schlüpfte schnell unter die Dusche.
Als ich oben ohne nur in meinen Bermuda-Shorts bekleidet herauskam, begrüßte mich Lucia mit einem bewundernden Oh. Wollte auch ein bisschen so laut Lyrik machen. Das ist Quatsch. Sie tanzelte auf mich zu und packte meine linke Brust. Echt hardcore, die Frau. Du hast hier so schön glatte Haut, sagte sie. Rasierst du dich an der Brust? Es ist bös raufen, wo kein Haar ist, antwortete ich mit einem alten deutschen Sprichwort. Back to the roots. Das mögen die Mittelalter-Mädels. Bei mir ist an der Brust noch nichts gewachsen, sagte ich, nur an der rechten Brustwarze wächst mir so ein einziges langes Haar. Das habe ich gerade letzte Woche wieder mal rausgerissen. Ich mag Haare nur am Kopf, sagte Lucia, Haare am Körper finde ich eklig. Und gleich haute sie auch ein deutsches Sprichwort in die Runde, man muss Haare scheren, wo sie sind, sagte sie. Und wartete lächelnd, was von mir kommen würde. Auch ein Haar hat seinen Schatten, sagte ich. Ich verstehe mich mit der Suppe, sagte Lucia, scheiß auf die Burg. Sie schlüpfte aus ihrer schwarzen Gothic-Kluft, drunter trug sie ein dunkelviolettes Höschen, das aber nicht mehr mittelalterlich oder gothic-mäßig aussah, sondern wie aus einer Beate-Use-Kollektion. Die Beine und den Schritt glatt rasiert, als wollte sie für Dieter Bohlen casten. Oben war sie auch ohne Haar und ohne BH. Rasierst du dich auch an der Brust? Fragte ich, um die Konversation im Gang zu halten. Hihihi, kicherte Lucia, komm schon, sagte sie und hüpfte ins Bett. Da fiel mir noch ein deutsches Sprichwort ein. Kurzes Haar ist bald gebürstet, sagte ich. Und schickte mich an, aus meinen Boxershorts zu steigen. Doch plötzlich erreichte mich Lucias Haarhass in seiner vollen Bedeutung. Scheiße! Findet sie Haare am Körper echt eklig? Und was jetzt, hä? Ich hatte den Sack voll davon. Mich da unten zu rasieren ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Klar sehe ich in der Sauna hin und wieder Männer, die glatt wie Wiener Würstel rumlaufen. Doch ich komme vom Land. Bei uns im Dorf hatte man noch nicht so abgeholzt, wie es heutzutage die Sitte ist. Bei uns war noch Natur angesagt. Wenn in unserem Fußballverein unter der Dusche ein Spieler mit rasiertem Pimmel auftauchte, wusste jeder, dass er damit seine Filzläuse bekriegen wollte. Was nun? Also, konnte ich Lucia den Affen zeigen, wo sie so auf Haarlos stand? Ich muss mir noch die Fingernägel stützen, rief ich und hopp hopp zurück ins Badezimmer. Zum Glück hatte ich mein Rasiermesser dabei. Holzfällen. Ich spritzte mir den Rasierschaum um den Pimmel herum, sodass er wie ein Sahnebommel ausschaute. Vorsichtig fuhr ich mit dem Messer drüber. Und fertig. Aber verdammt, noch direkt am Sack sind Haare geblieben. Hab gar nicht gemerkt, dass die jetzt auch dort wuchsen. Konnte ich so bei Lucia auftauchen mit frisch rasiertem Unterleib. Mit einem Sack aber, der so ausschaute wie der Kopf von Yoda, dem Jedi-Ritterlehrer von Luke Skywalker. Ich schäumte meine Sackhaut an. Doch die ist irgendwie nicht so geeignet zum Rasieren. Ein echter Krabbelteppich, ein gepflügtes Kartoffelfeld, eine Hochdruckplatte, zumal ganz unter Schaum verdeckt. In die linke packe ich also meinen Pimmel und ziehe ihn hoch, um den Weg frei zu machen. Die rechte mit dem Rasiermesser geht den Sack an. Autsch! Scheiße! Wo bin ich da hineingefahren? Aus dem Schaum sprießt Blut. Und mit dem Messer in meiner zittrigen Hand versuche ich, den Schaum auf die Seite zu schieben. Wie beim Schneeräumen. Um die Wunde genau zu inspizieren und verpasse mir einen zweiten Schnitt.
Ich blute wie ein Schwein, Himbeersoße, sicker du das Sahnetörtchen. Ich wusch den Schaum weg und goss mir Rasierwasser auf und sag, doch die Wunden bluteten und bluteten. Was nun? Kein Pflaster in meiner Kosmetiktasche. Nur eine Spule Mullbinde, mit der ich hin und wieder beim Joggen mein schmerzendes Knie verband. Ich wickelte meinen Sack dick in die Mullbinde. Schaute echt beschissen aus. Konnte ich Lucia so einen fett verknoteten Sack zeigen. Eine andere Strategie musste her. Ich schlüpfte wieder in meine Bermudas, lief aus dem Badezimmer und haute mich nebens Bett auf die Knie. Die halbnackte Lucia lächelte mich an. Ich packte ihre Hand. Ich möchte mit dir echte Liebe erleben, brüllte ich, so wie es damals im Mittelalter war. Ich möchte dich wie ein Ritter erobern, wie ein Ritter die Prinzessin. Wir könnten dir auch einen Keuschheitsgürtel kaufen. Es wird dein Herz ganz für mich entflammt, entführe ich dich aus deiner Burg. Ha! Und bis dahin kein Sex? Fragte Lucia. Ja, rief ich. Mindestens 2 Wochen kein Sex. Bis die Wunden verheilt sind. Welche Wunden denn? Die Wunden an meiner Seele. Ja, rief sie, ich hab auch Wunden. Sie schlüpfte wieder in ihr Kleid. Klar tat mir der Blödsinn auch gleich leid. Hätte vielleicht doch sagen sollen, du, hab mich ein bisschen am Sack geschnitten, guck mal. Vielleicht hätte sie sogar angetörnt, wenn sie schon so auf Vampire stand. Zum Glück war die anschließende Burgwanderung echt schön. Leider verknallte sich Lucia 2 Wochen später in einen echten Vampir, der gerade die Münchner Fußgängerzone unsicher machte. Eins ist auf jeden Fall klar. Wenn der Mann vor der Frau angibt, nicht gleich vögeln zu wollen, weil er sie zuallererst ganz platonisch liebe, hat er meist einen sehr profanen Grund dafür. Zum Beispiel ein paar Schnittwunden am Sack. Oder die Tipps der Verführungsgurus. Von denen lasse ich mir aber nichts mehr sagen. Hätte ich damals in Burghausen mit Lucia gevögelt, wäre mir ein bisschen mehr Erinnerung an sie im Kopf geblieben als jetzt. An schaumloses Bier erinnerst du dich doch auch nicht gern, oder? Und Liebe ohne Sex ist eben wie Bier ohne Schaum. Egal, was die Gurus sagen. Dankeschön, viel Spaß noch heute.